Wo ist der Weihnachtsmann? Heute ruht sich der Weihnachtsmann aus. Er guckt alle Star Wars-Teile und als Abschluss 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja, hallo, ich bin Jens, der Christo, und der Weihnachtsmann guckt alle Star Wars-Teile. Der letzte Star Wars-Teil ist ja rausgekommen und ich habe mich ja auch schon mal mit Cortana über Star Wars unterhalten. Hier findest du vielleicht das Video dazu, wenn ich es nicht vergesse einzubinden. Und heute geht's in den dritten Teil um Weihnachten, also der dritte Weihnachtsteil mit Cortana ist heute. Und da geht's um Geschichten, Gedichte, Lieder und all sowas. Zusammen mit Cortana natürlich. Ja, und dann wollen wir mal anfangen, aber vielleicht fragst du dich, wo lebt eigentlich der Weihnachtsmann im Sommer? Und das weiß Cortana. Hey Cortana! Wo lebt der Weihnachtsmann im Sommer? Dort, wo er auch im Winter lebt, am Nordpol. Aber ich habe gehört, er hält Sommerschlaf. Ach so, okay. Also er ist auch am Nordpol, aber hält Sommerschlaf. Kein Winterschlaf, sondern Sommerschlaf. Gut zu wissen. Hey Cortana, kennst du den Nikolaus? Natürlich. Falls du noch ein Gedicht für den Nikolaus brauchst, frag mich gerne nach einem Nikolaus-Gedicht. Ja, es war schon ein bisschen spät, aber vielleicht fürs nächste Mal. Hey Cortana, sag mir ein Nikolaus-Gedicht. Nikolaus, sei unser Gast, wenn du was im Sacke hast. Hast du was, so lass dich nieder. Hast du nichts, so pack dich wieder. Tja, redet man so mit dem Nikolaus, dann pack dich wieder. Naja, so redet man doch nicht mit dem Nikolaus. Hey Cortana, sag ein Nikolaus-Gedicht. Du musst dich sicher plagen, den schweren Sack zu tragen. Drum, lieber Nikolaus, pack ihn doch einfach aus. Genau. Hey Cortana, sag mir ein Nikolaus-Gedicht. Ach du lieber Nikolaus, komm ganz schnell in unser Haus. Hab so viel an dich gedacht. Hast mir doch was mitgebracht? Sagt ihr bei Nikolaus auch immer Gedichte auf? Ich ja nicht. Ich glaube auch nicht an Nikolaus und auch nicht an Weihnachtsmann. Hey Cortana, sag mir ein Nikolaus-Gedicht. Du guter alter Nikolaus, du Freund der Kinder nah und fern, leer deinen Sack heut bei uns aus. Wir alle haben dich so gern. Genau. Der Nikolaus war übrigens ein Mönch. Also der Nikolaus und der Weihnachtsmann ist was anderes. Und der Nikolaus, das war früher ein Mönch, der den Kindern irgendwie ein Geschenk gebracht hat oder sowas. Hey Cortana, sag mir ein Nikolaus-Gedicht. Nikolaus, sei unser Gast, wenn du was im Sacke hast. Hast du was, so lass dich nieder. Hast du nichts, so pack dich wieder. Ja, und das Gedicht kennen wir schon. Anscheinend sind wir jetzt alle Nikolaus-Gedichte durch. Probieren wir es noch einmal. Hey Cortana, sag mir ein Nikolaus-Gedicht. Du musst dich sicher plagen, den schweren Sack zu tragen. Drum, lieber Nikolaus, pack ihn doch einfach aus. Genau, dann machen wir vielleicht mit Weihnachtsgedichten weiter, bevor wir Lieder singen. Oder sollen wir erst Lieder singen und dann Weihnachtsgedichte hören? Ach, machen wir erst mit Weihnachtsgedichten weiter, ne? Hey Cortana, sag ein Weihnachtsgedicht. Die Nacht vor dem heiligen Abend, da liegen die Kinder im Traum. Sie träumen von schönen Sachen und von dem Weihnachtsbaum. Robert Reinig. Ja, der Robert Reinig. Kenne ich zwar nicht. Übrigens, was man zu Weihnachten geschenkt bekommt, das habe ich mit dem Geschenkefinder in der ersten Folge, war es, glaube ich, gemacht. Letztes Mal haben wir um Essen und Kekse und Kochen und so geredet, aber diesmal geht es um Gedichte. Und deswegen, hey Cortana, sag ein Weihnachtsgedicht. Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. Sterne hoch die Kreise schlingen, aus des Schnees Einsamkeit. Steigt's wie wunderbares Singen, o du gnadenreiche Zeit. Josef von Eichendorff. Kenne ich auch nicht. Hey Cortana, sag ein Weihnachtsgedicht.
Kinder, kommt und ratet, was im Ofen bratet. Hört, wie's knallt und zischt. Bald wird er aufgetischt. Der Zipfel, der Zapfel, der Kipfel, der Kapfel, der gelb-rote Apfel. Anonym. Anonym. Also kennt keiner. Tja, vielleicht mache ich auch mal ein Weihnachtsgedicht. Mal gucken, ob ich da auch mal ein Weihnachtsgedicht schreibe. Hey Cortana, sag ein Weihnachtsgedicht. Vom Himmel in die tiefsten Klüfte ein milder Stern herniederlacht. Vom Tannenwalde steigen Düfte und hauchen durch die Winterlüfte. Und kerzenhelle wird die Nacht. Theodor Storm. Also ich finde die Weihnachtsgedichte jetzt nicht so umhauend. Also gibt schönere, glaube ich. Hey Cortana, sag ein Weihnachtsgedicht. Bald ist Weihnacht, wie freu ich mich drauf. Da putzt uns die Mutter ein Bäumlein schön auf. Es glänzen die Äpfel, es funkeln die Stern. Wie haben wir doch alle das Weihnachtsfest gern. Anonym. Tja, hast du das Weihnachtsfest gern? Magst du Weihnachten oder sagst du, das ist eine zu stressige Zeit und mit der Familie zusammen zu hocken, das macht auch keinen Spaß? Wie findest du das Weihnachtsfest? Hey Cortana, sag ein Weihnachtsgedicht. Früh, ehe ich's konnt begreifen, hört ihr schon etwas pfeifen? Hört ihr schon etwas brummen, wie tausend Bienen summen? Was ist denn los? Ach ja, der Weihnachtsmann ist da. Paula Demel. Ja, und der Weihnachtsmann, der brummt anscheinend wie Bienen. Wie tausend Bienen. Bestimmt. Hey Cortana, sag ein Weihnachtsgedicht. Die Nacht vor dem heiligen Abend, da liegen die Kinder im Traum. Sie träumen von schönen Sachen und von dem Weihnachtsbaum. Robert Reinig. So, und jetzt kommt die Preisfrage. Hast du dir gemerkt, was für ein Gedicht als nächstes kommt? Denn das war das erste Gedicht, das wir jetzt hatten. Und was ist das nächste Gedicht? Von wem ist das? Weißt du das noch? Weißt du noch den Inhalt des Gedichtes? Kannst du es noch aufsagen? Ja. Und? Kannst du es noch? Ich kann es nicht aufsagen. Ich weiß auch nicht, von wem es ist. Ich weiß, glaube ich, nur, dass es ein bisschen länger war. Aber wir schauen mal, was das war. Obwohl, nee, erst machen wir ein Lied. Schauen wir gleich mal, was das war, ne? Hey Cortana, sing ein Weihnachtslied. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben, Trommel, Pfeifen und Gewehr. Fahn und Säbel und noch mehr, ja, ein ganzes Kriegesheer möchte ich gerne haben. Ja, ich habe das Lied jetzt schon mal von Cortana gehört, aber davor kannte ich die Strophe nicht wirklich. Da kannte ich nur, morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Mehr konnte ich nicht. Und morgen kommt gar nicht der Weihnachtsmann. Also das ist eine Lüge, der kommt ja morgen gar nicht. Ne? Ja, weißt du jetzt, welches Weihnachtsgedicht dann noch so kam? Hey Cortana! Sag mir ein Weihnachtsgedicht. Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. Sterne hoch die Kreise schlingen, aus des Schnees Einsamkeit. Steigt's wie wunderbares Singen, o du gnadenreiche Zeit. Ja, Josef von Eichendorff. Mit Singen machen wir jetzt auch weiter, ne, Cortana? Hey Cortana! Hey Cortana! Sing ein Weihnachtslied. Vom Himmel hoch, da komm ich her. Ich bring euch gute neue Mär. Der guten Mär bring ich so viel, davon ich singen und sagen will. Ja, was ich ja immer gut finde, ist, dass Cortana tatsächlich auch christliche Weihnachtslieder singt. Und was ich nicht so gut finde, ist, dass sie die nicht ganz singt, sondern nur ein bisschen immer davon singt. Naja. Hey Cortana, sing ein Weihnachtslied. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart. Wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art. Und weißt du, welches Ros da entsprungen ist? Tja,
glaube, es wissen gar nicht mehr viele, um welchen Ross es dann da so geht. Hey Cortana, sing ein Weihnachtslied. Ihr Kinderlein, kommet, oh kommet doch all zur Krippe herkommet in Bethlehems Stall. Übrigens weiß man gar nicht mal, ob es wirklich ein Stall war. Es könnte auch eine Höhle gewesen sein, in der man damals die Tiere gehalten hat. Weil damals hat man nicht nur in Ställen die Tiere gehalten, sondern vielmehr in einer Höhle. Und es steht nicht in der Bibel drin, was das war für ein Ort. Ob es jetzt ein Stall war oder eine Höhle, das steht da nicht drin. Es steht nur drin, dass da eine Futterkrippe war. Hey Cortana! Hey Cortana! Sing ein Weihnachtslied! Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Ja, und gestern habe ich noch mit jemandem darüber diskutiert, dass dieser Text eigentlich sehr bescheuert ist. Vielmehr, ich habe nicht diskutiert, aber das hat er dann da so gesagt und ich glaube, ich muss da zustimmen, weil das Christuskind, also Jesus, kommt nicht alle Jahre wieder auf die Erde nieder. Denn Jesus ist, wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, in deinem Herzen. Das heißt, er ist immer bei dir. Also nur an Weihnachten zu kommen, das macht Jesus nicht. Also insofern ist dieses Lied nicht ganz richtig. Naja. Hey Cortana, sing ein Weihnachtslied. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar. Tja, und wenn wir schon mal dabei sind, Weihnachtslieder zu kritisieren, ist die Frage, ob diese Nacht damals wirklich so still war. Denn zumindest bei den Hirten haben die Engel ja auf den Feldern gesungen. Ne? Und vielleicht war es auch im Stall gar nicht mal so still. Wenn da plötzlich so viele Leute dann da so reinkommen, dann kann es vielleicht auch laut werden. Ne? Also, so viel zu Weihnachtsliedern und ihren Wahrheitsgehalt. Hey Cortana, sing ein Weihnachtslied. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ja, dann wünsche ich euch auch ein glückliches neues Jahr. Hat sie die zweite Sache gar nicht gesungen? Dieses andere dann da, was da drunter steht, das hat sie ja, glaube ich, gar nicht gesungen, oder habe ich das überhört? Komisch. Hey Cortana! Hey Cortana! Sing ein Weihnachtslied! Klingglöckchen, klingelingeling, klingglöckchen, kling. Das war übrigens das Lieblingslied von meiner Oma, weil sie hieß Kling mit Nachnamen. Und deswegen hat ihr das Lied so schön gefallen, weil da ihr Nachname drin war. Hey Cortana, sing ein Weihnachtslied. Kommet ihr Hirten, ihr Männer und Frauen, kommet das liebliche Kindlein zu schauen. Ja, und euch ist heute der Heiland geboren. Und darum feiern wir Weihnachten, weil Jesus auf die Welt kam. Hey Cortana! Sing ein Weihnachtslied. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich. Ein Heiland aller Welt zugleich. Der Heil und Segen mit sich bringt. Der Halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott.
Mein Schöpfer reich von Rat. Habt ihr übrigens herausgehört, wo sie was anderes gesungen hat, als da steht? Und zwar hat sie der Heil und Segen mit sich bringt gesungen. Und hier steht der Heil und Leben mit sich bringt. Tja. Ja, und wer ist der König, um den es hier geht? Tja. Das ist eine Frage, ne? Hey Cortana! Sing ein Weihnachtslied! Schneeflöckchen, Weißröckchen, da kommst du geschneit. Du kommst aus den Wolken, dein Weg ist so weit. Übrigens hoffe ich, dass an den Tag vor den 24. oder so am 23. es nicht schneit. Denn dann sind die Straßen immer so beschissen und wenn man mit dem Bus fahren muss, dann ist das nicht so schön. Weil bei zu viel Schnee in unserer Gegend streiken dann die Busse und dann kommt man hier nicht weg und dann käme ich nicht zum Weihnachtsfest. Dann müsste ich mir was anderes überlegen, wie ich dann da zum Weihnachtsfest käme. Und wenn man mehr als 2 Stunden mit dem Bus fährt und der Bus fährt nicht, dann ist das nicht so toll. Naja. Hey Cortana! Sing ein Weihnachtslied. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Ich kenne das, wie grün sind deine Blätter. Obwohl die meisten, die einen Baum zu Hause haben, die haben gar keine Tannenbäume, sondern die haben Fichten. Die meisten Tannenbäume sind eigentlich Fichten und keine Tannen. Naja. Hey Cortana, sing ein Weihnachtslied. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Trommel, Pfeifen und Gewehr, Fahn und Säbel und noch mehr. Ja, ein ganzes Kriegesheer möchte ich gerne haben. Ja, und jetzt testen wir wieder dein Gedächtnis. Was für ein Lied kommt als nächstes? Denn das ist das erste Lied, mit dem wir angefangen haben. Was ist das nächste Lied? Ich glaube, es war sogar ein christliches Lied. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Aber vielleicht weißt du es ja. Kannst du es singen? Kannst du es ganz singen? Hey Cortana! Hey Cortana! Sing ein Weihnachtslied! Vom Himmel hoch, da komm ich her. Ich bring euch gute neue Mär. Der guten Mär bring ich so viel. Davon ich singen und sagen will. Tja, und jetzt war noch geplant, dass wir eigentlich Weihnachtsgeschichten noch hören. Das Video ist ein bisschen lang, aber trotzdem machen wir noch die Weihnachtsgeschichten. Hey Cortana! Hey Cortana! Sag eine Weihnachtsgeschichte! Hey Cortana! Erzähl eine Weihnachtsgeschichte! Na, kriegst du es hin? Tja, musst du lange überlegen, musst du viele Geschichten durchsuchen, ne? Ist das eine Weihnachtsgeschichte oder nicht? Hey Cortana! Erzähl eine Weihnachtsgeschichte! Hey Cortana! Erzähl mir eine Weihnachtsgeschichte! Hier kommt die komprimierte Fassung. Geizhals, 3 Geister, Happy End! Ja, das mit der Weihnachtstradition, die hier vorgeschlagen wird, das funktioniert nicht. Also das hat sie mir nie gesagt. Hey Cortana! Hey Cortana! Sag mir eine Weihnachtstradition! Ja, funktioniert nicht. Hey Cortana! Erzähl mir eine Weihnachtsgeschichte! Es gab einen Bären, der Weihnachten liebte, aber es nie feiern konnte, weil er in der kalten Jahreszeit überwinterte. Als der Weihnachtsmann das herausfand, verwandelte er ihn in einen Eisbären. Heute lebt der Bär am Nordpol und ist der offizielle Dekorateur der Weihnachtsmannwerkstatt. Ja, der Eisbär ist also der offizielle Dekorateur der Weihnachtswerkstatt. Übrigens essen Eisbären keine Pinguine. Und das liegt daran, dass die Pinguine am Südpol leben und der Eisbär am Nordpol. Tja. Hey Cortana! Erzähl mir eine Weihnachtsgeschichte!
Es waren einmal zwei Schwestern. Lisa sah immer alles von der schlechten Seite, Laura alles von der guten. An Weihnachten bekamen sie ein blaues Fahrrad und einen Sack Cola geschenkt. »Ich wollte ein rotes Fahrrad«, beschwerte sich Lisa. Aber Laura rief erfreut, »Kohle, das ist schön. Eines Tages werde ich Diamanten haben.« Ja, aus Kohle macht man eines Tages Diamanten. Teilweise kann man sogar seine eigenen Tiere zu Diamanten machen, wenn sie gestorben sind natürlich. Weil dann nimmt man die Asche und macht daraus dann einen kleinen Diamanten. Ist zwar ziemlich teuer, aber ja, wer es braucht. Hey Cortana! Hey Cortana! Erzähl mir eine Weihnachtsgeschichte. Rudolf hatte eine leuchtend rote Nase und die anderen Rentiere machten sich darüber lustig. An einem nebligen Heiligabend ließ der Weihnachtsmann Rudolf den Schlitten führen, weil seine Nase so hell leuchtete. Ende der Geschichte und des Mobbings. Hey Cortana! Hey Cortana! Erzähl mir eine Weihnachtsgeschichte. An einem magischen Weihnachtsabend beobachtete Clara, wie ihr hölzerner Nussknacker tapfer den König der Mäuse besiegte. Dann wurde der Nussknacker zum Prinzen und lud Clara ins Königreich der Süßigkeiten ein. Okay, im Ballett klang das alles ein bisschen glaubwürdiger. So, und du weißt, dass ich dich sonst immer frage, was für eine Geschichte kommt jetzt als nächstes. Und zwar bei der ersten Geschichte, die wir gehört haben. Ich frage dich dann jetzt schon mal, was für eine Geschichte kommt als nächstes. Denn das müsste eigentlich, wenn ich es genau nachdenke, die Geschichte sein, die du als erstes gehört hast. Weil das war eine Geschichte, die ich eben gehört habe und das ja so rumgeht. Müsste jetzt die Geschichte, die du als erstes gehört hast, kommen. Und ich habe dich hoffentlich ein bisschen verwirrt, weil du hast jetzt wahrscheinlich dir die Eisbärgeschichte gemerkt. Aber die Eisbärgeschichte ist die zweite Geschichte. Welche Geschichte kommt denn jetzt als erstes? Das ist die Frage. Weißt du es noch? Tja. Hey Cortana! Hey Cortana! Erzähl mir eine Weihnachtsgeschichte. Hier kommt die komprimierte Fassung. Geizhals, drei Geister, Happy End. Ja, und die nächste Geschichte ist das mit den Eisbären. Können wir auch nochmal anhören, glaube ich, ne? Hey Cortana! Hey Cortana! Erzähl mir eine Weihnachtsgeschichte. Es gab einen Bären, der Weihnachten liebte, aber es nie feiern konnte, weil er in der kalten Jahreszeit überwinterte. Als der Weihnachtsmann das herausfand, verwandelte er ihn in einen Eisbären. Heute lebt der Bär am Nordpol und ist der offizielle Dekorateur der Weihnachtsmannwerkstatt. Übrigens, die Eisbären haben es total schwer zurzeit wegen dem Klimawandel und weil das Eis schmilzt und so. Und da können die keine Beute mehr so richtig jagen und so. Die haben da richtig Probleme. Tja, also wer weiß, wie lange es noch Eisbären gibt. Na gut, das soll es auch für heute gewesen sein und ich wünsche noch Gottes Segen und hey Cortana! Hey Cortana! Tschüss Cortana! Mach's gut, bis hoffentlich bald! Ja genau, bis hoffentlich bald. Also ich hoffe auch, dass du bald wieder einschaltest, weil dir das Video hier gefallen hat. Und wenn das so wirklich ist, dann lass doch mal positives Feedback da. Und du findest hier vielleicht eine Cortana-Playliste, vielleicht auch eine Freitagskrimi-Playliste oder sonst irgendeine Playliste. Und schau doch mal rein. Und jetzt bis zum nächsten Mal.